Ja, hallo, guten Abend. Mein Name ist Alat vom Raum für Bewusstsein in Zürich und ich lade dich heute ein zu einer Meditation, zu einer Erkenntnismeditation über die Persönlichkeit bzw. das Selbst. Ich bin mir eigentlich nicht so gewohnt, vor einer Kamera zu sprechen ohne Zuschauer. Ich bin mir es gewohnt, in die Augen zu sehen und eine Reaktion der Menschen. Aber wir haben ja einen Chat. Und wenn du also irgendwelche Interaktionen mit mir wünschst oder eine Frage hast, dann bitte ich dich einfach, den Chat zu benutzen. Das Thema hast du in der Ausschreibung vielleicht schon gesehen. Es geht um die Persönlichkeit, um die Persönlichkeit und das Selbst. Wenn wir im lateinischen Wörterbuch nachschlagen, was persona heißt, aus dem sich ja das Wort Persönlichkeit ableitet, dann werden wir sehr erstaunt sein. Wir werden feststellen oder lesen können, dass persona nichts anderes heißt als die Maske. Jetzt ist es doch etwas eigenartig. Die Persönlichkeit, mit der wir uns so stark identifizieren, das heißt, wir glauben an unsere Eigenschaften, wir glauben, dass wir die Eigenschaften sind, dass wir den Charakter sind, dass wir unsere Geschichte sind. Und doch bedeutet Persönlichkeit nichts anderes als eine Maske. Wenn es eine Maske gibt, dann muss es auch ein echtes Gesicht geben. Wenn es etwas Äußeres gibt, dann muss es auch etwas Inneres geben. Und in dieser Meditation geht es darum, von deinem Äußeren, von deiner Maske dich wegzubewegen, eine Erkenntnis darüber zu erlangen, dass es noch etwas anderes gibt als eben deine Maske. Wenn ich in die Welt schaue, dann sehe ich ja eigentlich viele, viele Kurse, viele, viele Bestrebungen, Anstrengungen, Angebote, um irgendwo die Persönlichkeit zu polieren, die Persönlichkeit auf Vordermann zu bringen, die Persönlichkeit dahin zu bringen, dorthin zu bringen, wo die Allgemeinheit eigentlich denkt, das ist ein schöner Charakter, ein guter Charakter, das sind gute Eigenschaften eines Menschen. Und diesen Eigenschaften eines guten Menschen, denen versuchen wir natürlich näher zu kommen, nahe zu kommen, unsere Persönlichkeit zu entwickeln. Aber eben, was dabei auf der Strecke bleibt, ist dann wirklich unser Kern, unser authentisches Wesen, unser Selbst, wie ich es auch nenne. Ja, ich würde jetzt vorschlagen, wenn noch Fragen sind, dass du die mir kurz stellst im Chat, damit ich die lesen kann. Ich warte noch einen Moment. Gut, da ist eine Frage gekommen und zwar, wie sich denn diese Maske über den Kern überhaupt bildet. Also ich denke, das geht folgendermaßen, dass wir als Kind eigentlich diese Maske entwickeln und uns diese Maske aufsetzen aufgrund
der Beurteilungen unseres Umfelds. Aber es sind nicht die wirklichen Beurteilungen, sondern es sind unsere Gedanken, die wir uns machen als Kind, was wohl meine Umgebung für eine Beurteilung hat. Also du siehst, schon hier ist eine Abstraktion da, eine Abstraktion in eine Vermutung. Und gemäß unseren Gedanken über das, wie uns Menschen in unserer Umgebung, unsere Eltern, unsere Autoritätspersonen, die um uns herum sind, wie das die bei uns beurteilen, so werden wir langsam unseren Kern, unser authentisches Selbst verlassen und werden etwas um uns herum bilden, um möglichst den Erwartungen unserer Umgebung zu entsprechen. Wobei, und das wiederhole ich jetzt noch einmal, es eben unsere erdachten Erwartungen sind. Nicht immer sind es ausgesprochene Erwartungen. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, wenn du dich verlässt, wenn du eine Maske aufbaust und du nicht mehr dich selbst sein kannst, dass du den Kontakt zum Leben, zu dir selbst verlierst, die Lust an dir selbst verlierst, etwas spielst, das du gar nicht bist. Und ich denke, wenn man von Persönlichkeitsstörungen reden kann, dann ist das die stärkste oder die größte Persönlichkeitsstörung. Und wenn wir gerade bei diesem Wort sind, Persönlichkeitsstörung, wenn irgendjemand vielleicht mit einer weißen Schürze sogar dir oder irgendjemand anderen die diagnostiziert hat, dass du oder jemand anderes eine Persönlichkeitsstörung hast. Wenn du das jetzt mit dem Hintergrund anschaust, dass die Persönlichkeit nur eine Maske ist, dann kannst du eigentlich diese Persönlichkeitsstörung ganz gelassen hinnehmen. Weil du bist ja nicht die Maske. Du bist ja dein wahres Gesicht. Du bist dein authentisches Wesen. Ja, und demzufolge kannst du sehr gut entspannen. Entspannen in all deine sogenannten Störungen, Persönlichkeitsprobleme, emotionale oder geistig-mentale, weil es sind nichts weiter als Muster, es ist nichts weiteres als Konditionierungen, die du im Verlaufe deiner frühen Kindheit und Jugend angenommen hast. Das bedeutet jetzt natürlich auch, sobald dass du das erkennst und so wie du bist, entspannen kannst und dich nicht mehr mit deiner Persönlichkeit identifizierst, eigentlich alle deine sogenannten Probleme, die du hast, Probleme vielleicht mit einer Selbstachtung oder mit einem Selbstrespekt, mit einem Selbstbewusstsein sogar. All das verschwindet in dem Moment, wo du erkennst, dass du nicht mehr deine Persönlichkeit bist. Gut, sind weitere Fragen, die ich ganz, ganz gerne beantworten kann? Wunderbar. Dann schlage ich vor,
dass wir jetzt zu der Meditation kommen. Es wird eine geführte Erkenntnismeditation sein. Ich werde Sie während der Meditation anleiten, gebe dir allerdings immer wieder die Möglichkeit, in den einzelnen Phasen, ohne dass ich rede, dich darin zu vertiefen. Alles klar? Bist du bereit? Gut, dann setz dich doch bequem auf deinen Stuhl oder auf dein Kissen oder wo auch immer du jetzt gerade sitzt. Komme zu einer äußerlichen Ruhe, indem du schaust, dass dein Körper bequem ist und du dich nicht mehr bewegen musst. Und wenn du bereit bist, dann schließt du einfach ganz langsam deine Augen. Lenke deine Aufmerksamkeit zuerst auf deinen Körper. Spüre ihn, nimm ihn wahr. Nimm wahr, auf was du sitzt, was deine Unterlage ist. Lass den Alltag hinter dir. Genieße es, einfach da zu sitzen, zu entspannen, zuzuhören. Und dann lenkst du deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Und beobachtest, wie die Luft durch deine Nase einströmt und durch deine Nase wieder ausströmt. Und schon rein diese kleine Aufmerksamkeitsfokussierung hilft dir, dich noch tiefer zu entspannen, ruhiger zu werden, dich wohlzufühlen. Du atmest ein, du atmest aus. Bleib für einen kurzen Moment noch einfach bei deiner Atmung. Bist du bereit für die nächste Phase? Und es ist wunderbar, wie wir unsere Wahrnehmung steuern können. Es ist ein Wunder, weil du nämlich jetzt deine Aufmerksamkeit auf deine Geschichte, auf deine Vergangenheit lenkst. Mit ganz viel Leichtigkeit erinnerst du dich vielleicht an ein paar Episoden deines Lebens.
erlebt hast. All deine Erlebnisse, die in der Gesamtheit ja deine Persönlichkeit geformt haben. Eigenschaften entwickelt haben. Und lass die Zeit, einfach ein paar Ereignisse, Erlebnisse, Erfahrungen kurz in deinem Geist Revue passieren zu lassen, ohne dich groß emotional darin zu verstricken, bleibst du der Beobachter. Und jetzt hast du sicher ein paar Episoden aus deinem Leben in deinem Geiste gesehen, gehört oder beides. Und diese Erlebnisse geben dir ein Gefühl, wer das du bist, geben dir eine Ahnung oder eine Stimmung. Versuch jetzt, aus diesem Erlebten auch wieder ein paar Eigenschaften von dir wahrzunehmen. Bist du eher ruhig? Bist du eher aufgekratzt? Bist du eher gesellig? Oder eher zurückgezogen? Welche Eigenschaften nimmst du an dir jetzt wahr? Bist du ängstlich oder zuversichtlich? Oder eine andere Eigenschaft, die dir einfällt, eine Eigenschaftskombination. Liebst du die Stille oder eher das Abenteuer? Was zeichnet dich im Besonderen aus als einzigartiges Wesen? Und jetzt versuchst du so gut wie möglich, deine ganze Persönlichkeit als Ganzes wahrzunehmen. Vielleicht eher als ein Gefühl, vielleicht eher als eine Stimmung, als ein Wort oder eine Wörtergruppe. Versuch dich emotional wahrzunehmen, wie du bist.
Lass diese Stimmung oder dieses Gefühl dein ganzes Bewusstsein ausfüllen und bleib möglichst in dieser Aufmerksamkeit. Vielleicht bemerkst du irgendeine innere Unruhe. Vielleicht bemerkst du auch ein leichtes Unwohlsein. In dem Moment, wo du dich mit deiner Persönlichkeit identifizierst, ist eigentlich meistens irgendein kleineres oder größeres Unwohlsein im Spiel. Nimm alles wahr, was im Moment bei dir abläuft, im Körper, als Körper, Emotion, als Stimmung oder Gefühl. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, die du dir stellst. Die Frage bedeutet, oder die Frage ist, wer beobachtet jetzt meine Persönlichkeit? Wer nimmt diese Gefühle und diese Stimmung der Persönlichkeit als Ganzes wahr? Und in diesem Moment, wo du dir diese Frage stellst, bist du nicht mehr die Persönlichkeit. In diesem Moment erkennst du die Persönlichkeit. In diesem Moment teilen sich Objekt, nämlich deine Persönlichkeit, und das Subjekt, der Teil, der beobachtet, auf. In dem Moment, wo du deine Persönlichkeit wie von außen beobachtest, anschaust, wirst du merken, dass dein inneres Gefühl, deine innere Stimmung sich verändert hat. Bei den meisten Menschen wird an dieser Stelle ein Gefühl der Ruhe oder Gelassenheit erkennbar sein. Ein Gefühl des inneren Friedens. Wie ist es bei dir? Merkst du den Unterschied? Es ist das sehr viel Entspannung und Gelassenheit auf die Sicht der Persönlichkeit gelegt ist. Jetzt kannst du ganz entspannt und gelassen auf den Teil deines Ichs schauen,
den man Persönlichkeit nennt. Jetzt kannst du ganz im Frieden sein mit deiner Persönlichkeit, mit den Mustern, mit den Glaubenssystemen, Überzeugungen. Konditionierungen, die deine Persönlichkeit ausmachen. Und es genießen, auf diese ganz spezielle Art, Mensch zu sein, zu schauen. Genieße es jetzt einfach, diesen ganz speziellen Menschen, diesen ganz menschlichen Menschen mit ganz besonderen Eigenschaften so nahe bei dir zu haben. Beurteilen zu müssen, einfach zu genießen, seine Stimmungen, seine Freude, seine Trauer, das Auf und Ab, die Verrücktheit dieses Menschen, die Lust. Du hast jetzt nochmal ein paar Sekunden Zeit, in Stille einfach deine Persönlichkeit völlig urteilsfrei von deinem Selbst aus, von deinem authentischen Teil zu beobachten und zu genießen. Nächsten 5 bis 10 Sekunden öffnest du langsam wieder deine Augen unter dem Bewusstsein oder mit der Haltung, dass du deine Persönlichkeit auch mit offenen Augen genießt. Dass du deine Persönlichkeit nicht beurteilst, sondern einfach diese Einzigartigkeit von Eigenschaften aus deinem Selbst heraus wahrnimmst. Und ich bin ganz gespannt darauf, wie sich dein Leben in den nächsten Minuten, Stunden und Tagen verändert. Du kannst mir gerne schreiben,
über meine Webseite. Oder du kannst mir auch jetzt in einem Chat eine kurze Antwort oder ein kurzes Erkenntnis oder wie es dir geht schreiben. Ich würde mich darüber freuen. Und ich freue mich schon auch schon wieder für nächste Woche. Heute in einer Woche die nächste Meditation mit dir durchführen zu können. Ich warte noch einen Moment, ob noch eine Frage oder eine Bemerkung über den Chat kommt. Dann verabschiede ich mich. Ich wünsche dir einen schönen Abend, alles Gute und bis heute in einer Woche. Tschüss.